Ja, also heute sind wir bei dem Tree Talk, wo Jule und Johann uns ein bisschen mehr über die COP26 erzählen, die dieses Jahr, die letzten 2 Wochen in Glasgow stattfand. Und ihr könnt viele Fragen stellen, was euch da in diesem Thema interessiert, weil Jule und Johann sind Botschafter bei Plant for the Planet und wissen sehr viel über dieses Thema. Genau, und dann sage ich einfach mal, ihr könnt weitermachen. Wir freuen uns voll, hier zu sein. Genau, ich habe gerade gesehen, es heißt noch jemand, Jule, im Chat. Genau, heute jemand, der heute hier ist. Genau, vielleicht können wir, Johann, wenn das für dich in Ordnung ist, können wir vielleicht eine Vorstellungsrunde machen? Meinst du, dass das. Ja, auf jeden Fall. Können wir gerne machen. Magst du anfangen, Ja. Johann? Also ich bin Johann. Ich bin ursprünglich aus Hamburg, wohne jetzt aber in Nordrhein-Westfalen, in Witten, in der Nähe von Dortmund und studiere dort. Und ich bin seit 2014 bei Plant for the Planet dabei. Bin damals in der Schule, hatten wir eine Klima- und Umwelt-AG und bin dann darüber mit einem Freund zu einer Akademie gegangen und habe mich ja, ausbilden lassen zum Botschafter für Klimagerechtigkeit. Habe seitdem auch wie ihr wahrscheinlich Vorträge gehalten, war bei Messen dabei und so weiter. Und jetzt war ich vor 2 Wochen auf der COP mit Jule zusammen und noch anderen Delegierten von Plant for the Planet. Und für mich war das auch das erste Mal auf einer COP zu sein, beziehungsweise international für Plant for the Planet dabei zu sein. Genau. Hallo, ich bin Antonia. Ich bin jetzt 13 und ich bin seit, ich glaube, Anfang oder Mitte des Jahres oder ja, ich glaube, jetzt bei Plant for the Planet und ja. Ich bin Jule, ich bin 13 Jahre alt und so ungefähr seit 1,5 Jahren bei Plant for the Planet und habe schon an mehreren Aktionen teilgenommen und auch schon viele Vorträge gehalten. Hier, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, wie viele Jahre mit Plant for the Planet. Ich erinnere mich, keine Ahnung, ich glaube 2 und ja. Genau, vielleicht werde ich mich selbst noch kurz vorstellen, aber ich traue mich gar nicht zu sagen, wie alt ich bin. Schlimm. Genau, ich habe damals eine der ersten Akademien in Hamburg mitgemacht. Genau, und ich komme auch aus Hamburg, wohne im Moment in der Nähe von Glasgow. Wenn mein Deutsch also gebrochen klingt, dann liegt es nur daran, dass ich genau, ein kleiner, leider schon so lange nicht mehr in Hamburg leben durfte. Genau, also ich bin seit einigen Jahren dabei und ich durfte das dritte Mal dieses Jahr bei einer COP dabei sein, also dieser riesigen Klimakonferenz. Aber jedes Jahr ist natürlich komplett anders. Andere Themen werden besprochen und die Delegation ist auch immer eine andere, also immer in anderer Konstellation. Aber unsere Aufgaben, unsere Mission ist jedes Jahr ähnlich. Aber es war auf jeden Fall spannend zu sehen, wie dieses Jahr anders ist als in der Vergangenheit. Genau, wir haben ein paar Bilder euch mitgebracht und wollten euch ein bisschen was erzählen. Jetzt haben wir gerade überlegt, vielleicht wisst ihr auch schon ganz viel, wir wollen euch auch nichts erzählen, was ihr vielleicht sowieso schon in den Nachrichten gesehen habt. Genau, deshalb vielleicht die Frage an euch zuerst, was ihr über die COP schon wisst oder gehört habt. Also ihr könnt es gerne in den Chat schreiben. Würdet ihr euch als Experten bezeichnen oder ist das noch ein riesiges Fragezeichen? Es war ja auch viel in den Nachrichten. Genau, also alles, wir können so einen kleinen, man sagt auf Englisch, wir machen einen Braindump. Also alles, was euch im Kopf habt, genau, aus ihrem Kopf habt, dürft ihr gerne mal in den Raum werfen. Genau, weiß jemand vielleicht, wofür die COP steht, wofür COP die Abkürzung steht? Also es heißt Conference of the Parties, abgekürzt COP, was so viel heißt sozusagen, wie dass die Konferenz von allen, die sozusagen daran beteiligt sind, an dem globalen Kampf gegen die Klimakrise, was vor allem auch Staaten natürlich sind auf der globalen Ebene, aber auch Organisationen, die sich dem Ziel ja, an oder dem Ziel gesetzt, das Ziel gesetzt haben, den Klimawandel zu bekämpfen.
Danke für die Erklärung. Genau, zwei Menschen haben im Chat gesagt, sie haben noch vielleicht noch nicht so viel darüber gelesen oder gelernt oder gehört oder sehen dürfen. Genau, dann würden wir euch auch Hallo an Helge. Genau, dann würden wir vielleicht einfach mal ein paar Bilder zeigen. Ihr könnt uns gerne oder Johann gerne unterbrechen. Genau, falls ihr zwischendrin Fragen habt, und sonst würden wir einfach anhand der Bilder vielleicht ein bisschen versuchen zu erklären, worum es ging und was wir so gemacht haben. Over to you, Johann. Ich werde einfach mal die Präsentation teilen, wenn das in Ordnung ist. Ja, genau. Es ist so, dass wir mal eine Delegation bei der COP haben, also dass Plant for the Planet auch vertreten ist bei den großen Klimakonferenzen. Und hier auf dem Bild sieht man jetzt die Delegation von Plant for the Planet, zumindest in der ersten Woche. Weil das nicht jeder für zwei Wochen, also die Konferenz ist ja immer für zwei Wochen und nicht jeder hat die Möglichkeit, dann für zwei Wochen da zu sein. Ich zum Beispiel musste dann auch wieder in die Uni und lernen oder auch andere Sachen. Aber wir haben immer sozusagen immer eine gute Anzahl an Delegierten, die vollen zwei Wochen dort. Also wie man hier sieht, das sind die aus der ersten Woche. Und als ich dann zum Beispiel abgereist bin am Wochenende, kam dann auch der neue Delegierte von Plant for the Planet für die zweite Woche, sodass wir halt immer vertreten sind. Und wir haben hier auch eine super internationale Delegation gehabt von Tschechien, Slowenien, Brasilien, Deutschland, Gambia, Ghana, ich glaube Tansania auch. Also wir hatten eine super internationale Delegation, was auch fand ich sehr interessant war, weil man auch so nicht immer die Perspektiven von den verschiedenen Ländern auf die Klimakrise sieht. Jetzt vor allem aus der Sicht von Deutschland aus, wo jetzt wir noch nicht so oft und so viele Effekte von dem Klimawandel selbst spüren. Klar, wir hatten jetzt die Extremwetterereignisse in Deutschland, aber in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel vor allem im globalen Süden, in Afrika oder auch in Brasilien, sind die Klimaeffekte schon viel doller zu spüren und von denen sozusagen aus die Perspektive zu sehen, wie schlimm die Klimakrise für diese Personen dort ist, ist immer sehr spannend und auch, auch ein bisschen angsterregend, sage ich mal. Genau. Dann gehen wir weiter. Genau, das ist hier bei COP. Und zwar genau, erstmal natürlich die Frage, wo das überhaupt war, diese große Klimakonferenz. Und die war in Glasgow in Schottland, in ungefähr eine Stunde mit dem Zug von Edinburgh entfernt, also der Hauptstadt von Schottland. Und es gab zwei große Gelände, einmal die Blue Zone und die Green Zone. Und was man hier auf dem Foto sieht, ist die Blue Zone. Die Blue Zone ist sozusagen das offizielle Gelände von der UN, wo dann auch die Verhandlungen stattfinden, wo die offiziellen Events stattfinden. Genau, hier sieht man das. Oben die blaue Zone ist sozusagen die offizielle Zone, wo dann auch am Anfang die ganzen berühmten Personen kommen, wo Angela Merkel war, wo Joe Biden aus den USA war und so weiter, wo auch die Verhandlungen dann stattfinden, wo der Glasgow Climate Pact dann auch beschlossen wird. Dort kommt man auch nur durch eine sehr strenge Sicherheitskontrolle durch. Und das Gelände ist aber auch riesig. Also man braucht, ich weiß nicht, vielleicht 10 Minuten zu Fuß von der einen Seite von dem Gelände bis dann sozusagen zu der anderen Ecke, was schon ganz schön groß war und man ist den ganzen Tag viel rumgelaufen. Dann unten sieht man die Green Zone, also die grüne Zone, was eher so die öffentliche Zone ist, wo verschiedene Organisationen, aber auch Firmen Ausstellungen haben. Da waren zum Beispiel viele Autohersteller, die ihre neuen Elektroautos gezeigt haben, ihre Elektrobusse, aber auch Ausstellungen zu gendergerechter Klimaschutz, Klimagerechtigkeit. Gab es auch ein Kino, wo verschiedene Filme über den Klimawandel, die Klimakrise gezeigt wurden. Das war sozusagen die öffentliche Zone, wo auch, glaube ich, alle hin konnten. Also dafür brauchte man keine Akkreditierung von der UN, um dort zu sein. Was ganz cool ist, um sozusagen auch die Bewohner von
ja, von Glasgow sozusagen auch ein bisschen mit einzubinden, um ja, die ganze Stadt sozusagen ein bisschen dieses Klimakonferenz-Erfahrung sozusagen mitzuteilen. Genau, aber man musste auch ein Stück weit laufen von der blauen zu der grünen Zone, weil leider keine direkte Brücke dort war. Also es war, waren Busse immer angeboten, mit denen man auch umsonst dann immer fahren durfte. Aber es hat immer ein bisschen gebraucht, um von der einen Zone zu der anderen zu fahren. Also waren wir meistens entweder halt am Tag entweder in der blauen Zone oder in der grünen Zone und ja, haben uns da umgeschaut. Genau. Genau, hier, ja, hier sieht man zum Beispiel die blaue Zone, wo, ja, das ist, glaube ich, der größte Plenarraum, den es auf dem Gelände gab. Und hier waren dann am Anfang der World Leaders Summit, also in den ersten beiden Tagen war der World Leaders Summit, wo wirklich die ja, PräsidentInnen, KanzlerInnen und ja, Prime Minister und so weiter alle zusammengekommen sind und ja, fulminante Reden gehalten haben, Versprechungen ausgesprochen haben und so weiter. Und man sieht schon, das ist ein riesiger Saal. Also es waren ja auch über, oder ja, ich glaube genau, oder circa 200 verschiedene Länder anwesend, wobei in diesen Räumen auch Ländergruppen vertreten sind, Organisationen. Also es sind nicht nur Staaten, die dort vertreten sind und mitverhandeln, sondern auch teilweise halt ja, Bündnisse und Organisationen. Wo auch ein Teil zum Beispiel war von einer Jugendorganisation sozusagen, also die sozusagen alle Jugendorganisationen zusammen schließt aus der Welt und die dürfen auch VertreterInnen dahin schicken, um dann da dabei zu sein und sich das anzuhören. Vorne auf der Bühne wurde das dann immer übertragen auf die großen Fernseher. Also es war schon cool, da drin zu sein und es war auch eine krasse Erfahrung, in so einem riesigen Raum dann zu sein. Wo auch dann vorher mal diese sehr berühmten oder sehr mächtigen Menschen vorher drin waren. Man jetzt die Zone, wo wir eigentlich am meisten Zeit auch mit verbracht haben, das liegt daran, dass man hier einfach gut sitzen konnte und gut arbeiten konnte, sich austauschen konnte. Wir hatten morgens meistens immer ein Treffen, um so ein bisschen den Tag zu strukturieren, zu schauen, was steht heute an, welche Events können wir teilnehmen und so weiter. Das war die sogenannte Action Zone. Wenn man noch ein Bild, ich glaube, zurück war das. Genau, hier sieht man nochmal den COP26-Schriftzug, ganz cool mit so Pflanzen drin. noch ein zurück, genau. Und zwar war in der Mitte von diesem Raum eine, wie man hier oben sieht, eine riesige Erdkugel. Also ich weiß nicht, wie groß, den Durchmesser bestimmt 5 Meter oder so. Also eine riesige Erdkugel, die von der Decke hing und angeleuchtet wurde. Das war schon sehr cool auch zu sehen, so dass man gesehen hat, dass wir eine Welt sind, dass wir alle da drin stecken in dieser Klimakrise und dass wir das zusammen ja lösen müssen und dass die Leute sozusagen unter dieser Welt dann in dem Bereich zusammengearbeitet haben. War schon cool zu sehen. So. Genau. Genau, das sind jetzt wir hier nochmal, also die Delegation aus der ersten Woche. Und hier sieht man nochmal den Raum von oben auf der linken Seite zum Beispiel. Also es war ziemlich viel eng beieinander, fand ich, was natürlich aber auch sein musste, weil es sehr viele verschiedene Events gab, sehr viel los war. Also ganz unten links in der Ecke sieht man so ein bisschen, dort waren verschiedene News, also Zeitungen und TV-Sender. Fernsehsender hatten dort ihre ja, Standpunkte, wo sie sozusagen ihre Interviews aufnehmen konnten und so weiter. Dann oben links war ein Raum auch, wo Events abgehalten wurden, wo Diskussionen geführt wurden, Präsentationen, Vorträge, Gespräche über verschiedene Dinge, genau, wo man auch zuschauen konnte. Ganz oben in der Mitte sozusagen sieht man jetzt nur die blaue Wand, aber dahinter war auch noch ein Raum, wo auch Events gehalten wurden, wo auch Verhandlungen gehalten wurden. Genauso wie auf der rechten Seite hinter der Wand. Dort war auch noch ein Raum, wo Verhandlungen gehalten wurden. Und dann in der Mitte halt und so zwischendrin waren überall ja, Plätze, um zu arbeiten, wo wir dann auch oft saßen. Aber es war auch
ziemlich voll. Also ich glaube, es waren 40 oder 50.000 verschiedene, also Menschen registriert, um in die COP zu kommen. Aber so viele Plätze oder so viel wurden am Ende gar nicht reingelassen. Ich glaube, die haben mehr registrierte TeilnehmerInnen gehabt, als dann wirklich auf das Gelände auch gepasst hätten, wo man dann auch teilweise am Tag dann so eine Nachricht bekommen hat, ja, das Gelände ist fast voll, wir lassen bald keine Menschen mehr rein, wo man dann noch schnell rein musste, versuchen musste, dass man reinkommt und nicht draußen stehen bleibt in den langen Schlangen vor den Sicherheitskontrollen. Und dadurch war es natürlich auch schwierig, dann immer einen Platz zu finden, wo man ja gut arbeiten konnte. Teilweise saß man dann auch auf dem Boden und hat da irgendwie ja miteinander dann ein Treffen gehalten. Genau. Das war jetzt nochmal draußen vor dem Gelände, also auf der anderen Seite von dem Fluss, wo man auch ganz schön nochmal im Hintergrund das Gelände sehen kann, also die blaue Zone, die offizielle Zone, angestrahlt wurden dort diese großen Gebäude auch mit dem Emblem von COP, was ganz cool aussah. Und dann wurde aber auch immer überall in der Stadt wurden teilweise auch Events einfach so geplant. Wir haben jetzt, okay. Es wurden immer wieder Events einfach so in der Stadt drumherum geplant. Also zum Beispiel auch das, was wir eben gesehen haben, dass einfach da so nochmal so ein Lichter-Schauspiel sozusagen gezeigt wurde, einfach weil in dieser Stadt sozusagen überall darauf aufmerksam gemacht werden sollte, halt, dass die Klimakrise ernst genommen wird, dass die VerhandlerInnen wirklich einen guten Pakt am Ende sozusagen beschließen mit ambitionierten Zielen. Wurde halt überall in der Stadt, dann ist man rumgegangen und hat immer wieder verschiedene Aktionen gesehen von Sängern, von zum Beispiel so eine Aktion, wo einfach leuchtende Buchstaben gezeigt wurden, beziehungsweise Schriftzüge, Reden auf den Straßen und so weiter. Auch verschiedene andere Event-Locations, sage ich mal, haben auch Events angeboten. Also zum Beispiel gab es ein Hausboot, wo auch auf dem Fluss dann Events angeboten wurden, wo verschiedene Menschen dann auch über Klimakrise, über Jugendaktivismus, über alles Mögliche bezüglich der Klimakrise gesprochen wurde, was ganz cool war, weil sozusagen überall in der Stadt was los war. Genau. So, dann kommen wir zu unserer berühmten Schokolade. Ich weiß nicht, Jule, ob du weitermachen möchtest? Gerne. Ich habe auch eine Tafel mitgebracht, habe ich dem Rest vorenthalten. Also die Schokolade habt ihr hoffentlich alle schon mal probieren dürfen. Und jedes Jahr gibt es auch eine COP-Edition. Wir nennen sie COP-Chocker für das kleine Wortspiel. Und dann sieht es von außen ein ganz bisschen anders aus als das, was ihr normalerweise vielleicht im Laden kaufen würdet. Da haben viele Menschen die Köpfe zusammengesteckt, um einen lustigen Slogan für vorne drauf zu finden. Was da vorne drauf steht, es geht darum, auf was für einer Temperatur man das lagern soll. Und es gibt ein 1,5-Grad-Ziel in den internationalen Klimaverhandlungen, also dass die Erde sich nicht mehr erwärmen darf als 1,5 Grad. Da steht also, man soll das man soll das kühl lagern, damit die Schokolade nicht schmilzt. Und wenn du die Schokolade öffnest, wie sonst auch, wie wir mal sagen, oh, öffnen Sie die Schokolade, das ist eine Nachricht der Kinder und Jugendlichen für Sie dort. Das Gleiche gilt für diese Schokolade, die Nachricht ist angepasst an die VerhandlerInnen. Die Idee ist also, weil die Tage unglaublich lang sind, die Ersten fangen um 7.30 Uhr an, ihre ersten Team-Meetings. Das heißt, sie sind um 7 Uhr an dem Veranstaltungsgelände und es geht oft bis 2, 3 Uhr nachts. Unglaublich ineffizient, denkt ihr euch wahrscheinlich alle. Das könnte man auch in 5 Stunden machen. Frage ich mich bis heute auch noch, was da so lange dauert. Auf jeden Fall wird uns ganz oft zurückgemeldet, dass sie tagsüber keine Zeit zum Essen haben und dass sie dann an ihrer Schokolade, die Schokolade naschen und dann eben während dieser langen und oft sehr langweiligen Verhandlungen eben auch diese Nachricht auf jeden Fall lesen. Und deshalb geben wir morgens beim Rhein, wenn die Menschen
das Gelände betreten, die Schokolade aus. Hier sieht man, Johann ist deutlich größer als ich. Genau, und dann haben wir die, dieses Jahr mussten wir sie vom Tisch aus verteilen, weil wir eben nicht das in die Hand geben durften. Schön die Maske aufhaben. Genau, aber die Idee ist eben, dass alle Menschen, die reinkommen, morgens eine Tafel mitbekommen. Genau, und das haben wir für beide Wochen durchgezogen, damit die VerhandlerInnen, genau, auch wir sicher gehen können, dass alle Menschen, alle wichtigen Menschen eine Schokolade bekommen haben. Ganz genau, wie ihr auch wahrscheinlich schon so Schokoverkostungen vielleicht mal gesehen habt. Genau, und da gibt es dann auch Menschen, die wollen dann zwei oder sagen, oh, für meine Familie zu Hause. Und weil Plan for the Planet das schon seit vielen Jahren macht, gibt es auch oft Menschen, die auf uns zukommen und sagen, oh, ich habe euch so vermisst. Ihr seid mein Highlight der ganzen Konferenz und so. Also wir bekommen auch ganz viel sehr positives Feedback. Genau, hier nochmal die Schokolade. Und natürlich geht es nicht nur darum, irgendwie die Menschen zu füttern, sondern da liegt dann auch, lag ein Zettel aus, dann konnten die Menschen das einscannen. Wir sind in Gespräche, haben Menschen verwickelt, wo es eben darum ging, dass sie ein bisschen herausfinden, warum die Schokolade verteilt wird. Und es hat auch, würde ich sagen, sehr gut funktioniert. Genau, wie hier, dann fragen oft Menschen, oh, was ist denn das? Die sind dann auch doch so höflich, einfach das zu, genau, einfach nur die Tafeln abzugreifen. Genau, und den Rest des Tages sitzen wir natürlich nicht irgendwie nur rum, so nachdem wir morgens die Schokolade verteilt haben, tagsüber, weil eben so viele Menschen aus der ganzen Welt, viele sehr interessante, viele sehr mächtige Menschen dort sind, versuchen wir eben auch die Gelegenheit zu nutzen, um ein paar unserer Kampagnenbilder zu machen. Genau, und hier sieht man, genau, ist vielleicht kein Kampagnenbild, aber wollten wir auf jeden Fall trotzdem mit euch teilen. Johann war sehr aktiv und sehr gut darin, die richtigen Menschen zu finden, oder richtig, Fragezeichen, aber genau, bekannte Menschen zu treffen. Genau, John Kerry haben wir getroffen, also der amerikanische Umwelt-, also der Klimamensch, der die amerikanische Klimapolitik macht oder nicht macht. Genau, er ist immer so, mit so, man sieht, wie Stefan ein Foto mit ihm macht. Genau, er hat immer so eine Traube an Sicherheitsleuten um ihn herum, die einem kaum, die uns kaum zu ihm lassen. Genau, und rechts seht ihr Al Gore, kennt ihr bestimmt aus, einer so ein ganz inzwischen ein alter Mann, aber in der Klimawelt sehr, sehr einflussreich. Also es waren natürlich alle möglichen dort. Es war aber etwas schwierig, dann wirklich mit denen, also zu sprechen war eigentlich unmöglich, einfach weil die selber auch viel zu tun hatten und um die herum auch immer ja, Security war. Also jetzt zum Beispiel bei Joe Biden war das, glaube ich, dass die ganze Konferenz sozusagen abgesperrt wurde für ihn, dass zu der Zeit, wo er kam, keiner in die COP reinkam, beziehungsweise keine neuen Leute, um einfach ja, Sicherheit für ihn zu haben. Also er war komplett abgeschottet. Andere, wie zum Beispiel Ursula von der Leyen von der Europäischen Union, die Präsidentin, die lief einfach so rum natürlich, auch mit Sicherheitsleuten, aber da konnte man sozusagen eher näher ran. Oder auch ja, Leute wie Al Gore oder John Kerry, die jetzt nicht sozusagen Weltpräsidenten oder Präsidentinnen sind. Ja, vor allem halt diese sehr berühmten oder großen, mächtigen Menschen wie Joe Biden, Angela Merkel oder auch aus China, die berühmten Leute, also die waren sozusagen wirklich unantastbar, da konnte man nicht ran. Aber andere zum Beispiel, also viele aus dem globalen Süden, finde ich, und aus ja, sozusagen eher der kleineren Ländern waren viele von den Präsidentinnen und PremierministerInnen, waren viele auch auf Events sozusagen in dem Gelände, wo man selber auch hin konnte. Also es gab zum Beispiel, was ich erinnert habe, gab es einige zu Feminismus und Klimagerechtigkeit, wo dann ja weibliche ja, Welt Führerinnen sozusagen auf einem Event da waren und Diskussionen miteinander hatten, wo man dann auch zuhören konnte, wo auch danach die einfach rumgelaufen sind, wo man dann auch mit denen ein bisschen reden konnte, also vielleicht eine Minute oder so, denen kurz irgendwas zuschmeißen konnte sozusagen. Aber wirklich die Weltberühmten waren unantastbar. Auch die ersten beiden Tage war sozusagen der World Leaders Summit, also die Premierminister, Präsidenten und KanzlerInnen und so weiter, sind wirklich eigentlich nur sehr kurz auf dieser Konferenz,
weil sie selber nicht die Verhandlungen führen oder mitmachen, sondern sie haben dann zum Beispiel, wie jetzt Joe Biden, hat John Kerry, der dann für ihn die Verhandlungen, beziehungsweise für die USA die Verhandlungen führt. Und die reisen dann auch nach den 2 Tagen ab. Und in diesen 2 Tagen ist die Konferenz auch in dem Bereich, wo wirklich die berühmten und weltberühmten Leute sind, ist wirklich abgesperrt, sodass, wenn man nicht eine bestimmte Akkreditierung hat, also einen bestimmten sozusagen Pass hat, um da durchzukommen, konnte man gar nicht erst in die Nähe von denen kommen. Die Leute hat man dann erst in den Tagen danach getroffen, die dann noch da waren. Da konnte man dann darauf hoffen, dass man welche gesehen hat. Zum Beispiel hat einer von uns hat Leonardo DiCaprio auch gesehen, der dann da einfach ist auf dem Gelände rumgelaufen. Dann hat man natürlich gesehen, man sah immer so, wenn irgendwie eine berühmte Person kam, dann sah man immer so einen riesigen Trubel von Menschen, der irgendwie da längs läuft. Und dann hat man aber auch selber nicht immer erkannt, wer jetzt denn das ist. Also man dachte so, okay, das sind viele Menschen, die ist wohl bekannt, aber selber wusste man das dann nicht, weil natürlich so viele verschiedene aus so vielen verschiedenen Ländern da sind, da kann man nicht alle Gesichter kennen. Aber Leonardo DiCaprio zum Beispiel ist da rumgelaufen und den hat auch einer von uns sozusagen gesehen und ist direkt hinter dem gelaufen, aber mit den reden oder wirklich interagieren konnte man aber auch nicht. Gute Frage. Nein, leider, oder was heißt leider? Für mich im Moment leider nicht. Genau, das wechselt jedes Jahr. Nächstes Jahr ist es in Ägypten. Das Jahr davor war es in Madrid. Sollte eigentlich in Chile stattfinden und dann gab es da politische Unruhen und dann war es nicht mehr sicher, deshalb haben sie es nach Madrid verschoben. Aber die Idee ist, dass es überall auf der Welt im Wechsel stattfindet, damit einfach die Anreise jetzt für Menschen, die in Europa wohnen, ist Glasgow natürlich eher nah dran, aber Freunde von mir sind 50 Stunden lang unterwegs gewesen, also wirklich 3 Tage, um dahin kommen zu können. Was natürlich viel teurer ist. Und deshalb, wenn die Konferenz woanders stattfindet, dann ist es halt günstiger für einige Menschen. Aber dadurch wird halt jedes Mal so eine riesige Zeltstadt aus dem Boden gestampft, weil so riesige Räume, wie wir sie vorhin gesehen haben, gibt es natürlich ganz wenige nur auf der Welt. Auch eine gute Frage. Bei allen bin ich mir nicht sicher. Hier sieht man da, wo die Bilder gemacht worden sind, es war ein Zelt, also es wird einfach abgebaut. Das war eigentlich so ein Konferenzzentrum. Da finden normalerweise Konferenzen statt, aber überhaupt nicht groß genug. Das heißt, normalerweise, glaube ich, versuchen sie immer ein Gebäude zu benutzen, was groß genug ist und bauen alles andere in Zelt oder so Pavillons dazu, wie man das vielleicht vom Jahrmarkt kennt oder so. Genau, und bauen es dann wieder ab. Aber ja, es ist verrückt, verrückt jedes Jahr, was da entsteht, okay. So eine kleine Stadt. Antonia, ist das Antonia? Ja, genau. Ich hatte auch noch eine Frage, und zwar, wie kommt man zu dieser COP? Also da kann ja jetzt wahrscheinlich nicht jeder einfach irgendwie hinkommen. Also genau, vielleicht sollte Helge das eigentlich beantworten. Genau, es gibt so Organisationen, die Menschen nominieren kann, damit sie da hinfahren können. Langer, komplizierter Satz. Aber Plan for the Planet darf Menschen hin, weil wir als Organisation groß genug sind, dass wir jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Delegierten schicken können. Und dann Helge registriert sie dann, meldet uns quasi an. Und wenn du dann da quasi ankommst in Glasgow bei dieser Zeltstadt, musst du denen deinen Pass vorzeigen, um zu zeigen, dass du die Person bist, die Helge auch registriert hat. Und dann geben sie dir so einen Ausweis, wo dein Bild drauf ist und dein Name draufsteht und deine Organisation. Und dann wissen alle, dass du eben durch Helge und durch Plan for the Planet da bist. Und das kann auch dann nicht mehr getauscht werden. Genau. Ich glaube, man muss, deshalb für euch vielleicht noch, vielleicht dauert es einfach noch ein paar Jahre, offiziell muss man volljährig sein, um daran teilnehmen zu können. Genau, aber Greta hat, glaube ich, auch teilgenommen, da war sie noch keine 18, deshalb, es gibt da eine Möglichkeit, aber genau, normalerweise, genau, geht das nur durch Organisationen wie Plan for the Planet, nicht als Privatperson. Beantwortet das? Um,
Das war, musste man sozusagen privat sich organisieren. Also wir über Pamphlet Planet hatten das Glück, dass immer Pamphlet Planet auch ein Hostel stellt. Ich weiß nicht, wie das in den letzten Jahren war, aber zumindest dieses Jahr wurde ein Hostel gestellt, wo wir ein Hostel ja mit 12 Betten hatten, wo dann, weil wir, also wir waren mehr als 12 Leute, aber wo zumindest ein paar bleiben konnten. Und dann ist es teilweise auch so, dass andere Organisationen sozusagen einem, wenn man über diese Organisation zu der COP, zu der Konferenz hingeht, sozusagen für die Organisation dort ist, haben die, wenn die Organisation groß genug ist, teilweise halt auch, organisieren die für einen auch Unterkünfte. Aber sonst muss man auch privat das irgendwie eine Unterkunft suchen. Und was vor allem in Glasgow extrem schwierig war, weil natürlich so viele verschiedene Leute nach Glasgow gekommen sind. Also ich meinte eben schon, ich glaube, es waren 50.000 Leute dort registriert, die bei der Konferenz sozusagen teilnehmen konnten. Und dafür hatte Glasgow jetzt nicht die Kapazitäten wirklich oder die vielen Unterkünfte, um so viele Leute auf einmal dort in der Stadt sozusagen unterbringen zu können. Und dadurch war überall in der Stadt alles ausgebucht. Das heißt, ab einer bestimmten Zeit gab es keinen Raum mehr, den man buchen konnte, keine Unterkunft mehr, kein Hostel, kein Hotel. Und wenn es dann wieder Räume frei waren, waren die extrem teuer, weil natürlich die Nachfrage super hoch war. Alle Leute wollten irgendwie eine Unterkunft in Glasgow haben. Und dadurch konnten die Hostels und die Hotels auch die Zimmer super teuer anbieten und sehr viel Geld dafür verlangen. Und was auch, was wir auch mitbekommen haben, ist, dass teilweise Hostels oder Hotels Leuten abgesagt haben, die das schon vor einem Jahr oder so gebucht haben, einfach weil sie meinten, ja, wir können mehr Geld verdienen, wenn wir das jetzt sozusagen neu an andere verkaufen. Und dadurch waren dann ganz viele kurz ein paar Wochen, eine Woche vor der Konferenz ohne Unterkunft dort und mussten dann ja irgendwie schauen, wie sie da übernachten können, was natürlich extrem stressig ist. Also, dass man bei dieser Konferenz ist in einer fremden Stadt, fremdes Land, fremder Kontinent vielleicht auch und dann irgendwie erstmal schauen muss, dass man nicht auf der Straße übernachtet. Also da hatten wir einige, die gefragt haben, ob sie bei uns irgendwie in dem Raum auf dem Boden schlafen können, weil die so verzweifelt waren. Und dann waren auch einige in halt Nachbarstädten untergekommen, zum Beispiel in Edinburgh, der Hauptstadt, die war eine Stunde mit der Bahn entfernt. Da waren viele dann auch, weil es da noch sozusagen Schlafplätze gab. Aber es war natürlich blöd, weil wenn man früh dann bei der Konferenz sein musste, musste man vorher immer noch eine Stunde nach Glasgow fahren, wo man dann natürlich extrem früh aufstehen muss, um das zu schaffen. Also mit den Unterkünften war das ziemlich schwierig, aber wir hatten halt das Glück, dass wir so früh gebucht hatten und dann uns auch Gott sei Dank nicht abgesagt wurde. Aber sonst muss man das eigentlich immer privat organisieren oder man hat das Glück, dass die Organisation das für einen macht. Aber von COP selber sozusagen gab es keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das offiziell von der Konferenz war, aber es gab so, das hieß Human Hotel, wo verschiedene Einwohner von Glasgow sozusagen ihre eigenen Wohnungen angeboten haben, dass sie welche in ein Zimmer, irgendein freies Zimmer, dass dort welche übernachten können, dass man sozusagen dann so in so einer Wohngemeinschaft dann für die 2 Wochen war. Aber ich glaube, das war nicht über die Konferenz selbst organisiert. Und ich weiß auch nicht, ob das bei jeder COP so ist, aber zumindest jetzt gab es das, weil die Unterkünfte halt so nachgefragt waren und so wenig Platz da war, dass dann Leute angeboten haben, dass man bei ihnen übernachten kann, genau. Auf jeden Fall, also wir haben natürlich erreicht, dass wir unsere Nachricht sozusagen, also dass dadurch, dass wir die Schokolade immer verteilt haben und sehr viele dadurch aufmerksam auf Plant for the Planet geworden sind, durch die Nachricht, die auch in der Schokolade steht, dass das viele gelesen haben, aber auch die QR-Codes gescannt haben. Wir haben auf Social Media auch die Konferenz mitverfolgt, dass einfach
sagen wir, Aufmerksamkeit für unsere Plattform geschaffen haben. Dann haben wir aber auch privat mit vielen, also weil wir auch mit den T-Shirts von Planet to Planet rumgelaufen sind, kamen viele auch auf uns zu, hey, wir haben schon mal von euch gehört, erzählt doch mal, was macht ihr genau und so weiter. Und dass man dann auch ja, mit denen reden konnte und denen erzählen konnte, was macht Plant for the Planet und dann auch versuchen konnte. Und wenn die zum Beispiel kam aus, ich glaube, es war der Bürgermeister von Miami aus den USA, kam auf uns zu und meinte, ja, wir haben auch Pflanzprojekte bei uns, wir wollen so und so viele Bäume pflanzen. Dann meinten wir, ja, wir haben diese Plattform, wo wir Pflanzprojekte vorstellen, wo man ganz einfach dann Bäume pflanzen kann. Und so kommt man dann ins Gespräch und letztendlich kommt man dann dazu, dass zum Beispiel die Stadt Miami dann ihre Pflanzprojekte auch mit Plant for the Planet, dass die zusammenarbeiten irgendwie. Das ist zum Beispiel eine Sache, wie wir sagen, was geschafft haben. Und aber auch haben wir teilweise Interviews gegeben. Also teilweise kamen dann Menschen zu uns und meinten, ja, wir machen Geschichten und so Stories über Jugendaktivismus, wie können Jugendliche und Kinder in der Klimakrise sozusagen aktiv sein und die Leute, die Entscheidungen wirklich treffen, dann überzeugen, dass ambitioniert gehandelt werden muss. Da haben wir Interviews gegeben, teilweise im Fernsehen oder auch einen Podcast mitgemacht und einfach so über unsere Vision, über unsere Kampagne und so weiter geredet. Aber auch, wie Jule in den Chat geschrieben hat, haben wir auch, wie wir auch gezeigt haben, diese ganz, viele Kampagnenfotos gemacht mit verschiedenen berühmten Personen, so auch einfach, um die Aufmerksamkeit auf Plant for the Planet zu richten und sozusagen dann mit mehr Leuten zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Spannend. Auch danke, dass du mich zwingst, darüber nachzudenken. Also ich glaube, dass jetzt hat ja Großbritannien das oder hat Schottland das ausgerichtet. Quasi waren die Gastgeber und das Gastgeberland versucht normalerweise immer, dass ihre COP die beste wird oder die besonderste oder so. Also damals Paris, es reden ja viele jetzt vom Pariser Klimaabkommen. Und die Menschen, also ich glaube, es ist ihnen wichtig, dass es im Gespräch bleibt, dass die Leute hinterher sagen, ja, in Glasgow ist ganz viel passiert. Und deshalb versuchen sie, glaube ich, jedes Mal die Menschen davor zu übertreffen, die Konferenzen vorher zu übertreffen. In Paris zum Beispiel haben wir ganz viel Baguette ständig gegessen. Und ich glaube, es war noch so eine ganz andere Dringlichkeit, weil das vor dem Pariser Klimaabkommen war. Das ist alles so. Genau. Und dann hatte ich das Gefühl in Bonn, also das war die COP23, 2 Jahre nach Paris, war das Leuten vielleicht so ein bisschen, sie hatten ja schon in Paris alles gegeben, die sind so ein bisschen in den Chill-Modus gefahren. Fiji war damals das Land, das es offiziell ausgerichtet hat. Das heißt, die Dekorationen, die haben so ein traditionelles ein Holzkanu aus Fiji in den Konferenzraum gehangen, damit es immer klar war, worum es geht, nämlich um Inselstaaten, die darunter sehr leiden. Genau, Glasgow gab es viel so Fish and Chips, also so britisches Essen. Genau, so ein paar logistische Unterschiede auf jeden Fall. Die Themen sind aber eigentlich immer ähnlich und auch so, dass es so Side-Events gibt, also wo so Podiumsdiskussionen stattfinden und Proteste, das ist eigentlich immer gleich, genau. Also ich glaube so, dass der Charakter ähnlich ist, dass da auch viele Menschen schon seit Jahren hinkommen. Jetzt, wo ich das dritte Mal da war, habe ich auch viele Freunde wieder gesehen, also es ist irgendwie auch so eine kleine... so eine Blasengemeinschaft, die sich dort bildet, weil du dich halt jedes Jahr wieder siehst. Genau, ich glaube, der Charakter ist immer gleich, aber einfach das Land, dadurch, dass das Land jedes Jahr anders ist, gibt es auch immer so ein paar Unterschiede. Ja. Genau, Johann, wollen wir noch kurz über das sprechen, worum es ging am Ende, also oder was rausgekommen ist? Du hast schon den Glasgow-Klimapakt erwähnt. Emilia lachte, also vielleicht habt ihr auch gehört, dass das rausgekommen ist. Es sich nicht lohnt, darüber zu sprechen. Aber genau, können wir vielleicht trotzdem kurz machen. Ja. Fang gerne an, dann kannst du das gerne ergänzen. Genau, also hier steht jetzt Scorecard, also sowas wie ein Zeugnis, ein Zeugnis für die COP an Sachen, die gut gelaufen sind, deshalb der Arm nach oben und Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich glaube, in so aktivistischen Kreisen, in Kreisen wie Plant for the Planet, wir finden, dass das eher mehr schlechte Sachen passiert sind als schöne Dinge. Genau, deshalb werde ich auch mal da anfangen.
Da ist ein Geldsack, also eigentlich sollen reichere Länder eben an die Länder, die jetzt schon unter den Folgen leiden, viel mehr Geld quasi muss in die Richtung fließen. Aber es natürlich, wollen die Menschen mit viel Geld, wollen es natürlich nicht gerne teilen. Und im Moment haben Länder, unten steht 2,4 Grad in der zweituntersten Zeile. Wir haben vorhin mal über das 1,5 Grad-Ziel gesprochen. Das heißt, die Erde darf sich nicht weiter erwärmen als 1,5 Grad. Und im Moment, was die Länder gesagt haben, sie wollen ihre eigenen Abgase quasi reduzieren. Aber das alles zusammen, da würde die Welt sich immer noch um 2,4 Grad erwärmen. Das heißt, die Länder sind nicht ehrgeizig genug. Also was sie reduzieren wollen, ist einfach noch nicht genug. Das heißt, sie können sich auch statt 2-3 Wochen treffen und darüber verhandeln, wenn sie am Ende nicht ihre eigenen quasi Abgase herunterfahren werden, dann wird es für immer, ist es halt nicht so erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ob ich so, Johann, möchtest du was Positives, ein positives Wort darüber verlassen, darüber lassen? Also ich finde, teilweise sind die, das ist ja zum Beispiel eins, was ich im Internet gefunden hatte, dieses Scorecard, aber teilweise werden Dinge als positiv dargestellt, die einem selber sozusagen so vorkommen, als müssten die eigentlich so komplett normal sein. Also zum Beispiel jetzt der erste Punkt, es wurde jetzt erstmals in den Dokument, also in einem sozusagen COP oder von der COP-Konferenz-Dokument gesagt, die Fossil Fuels, also fossile Energieträger, erstmals wortwörtlich genannt. Weil das normalerweise ist es so, dass diese Klimaabkommen dürfen keine Empfehlungen sein, was für politische Maßnahmen am Ende die Länder durchsetzen sollen. Also es darf nicht drinstehen, ja, ihr sollt jetzt das und das genau machen, sondern da steht dann irgendwie eher sowas drin wie, wir respektieren, dass irgendwie fossile Energieträger schlecht sind. Also sozusagen eher so sehr vage. Und jetzt durfte erstmals fossile Energieträger sozusagen in diesem Dokument stehen, was eigentlich man sich denkt, okay, das sollte doch eigentlich schon längst geschehen sein. Das jetzt sozusagen als positiver Punkt, dann, was auch oft gesagt wird, dass diese Konferenz jetzt auch gezeigt hat, dass das 1,5-Grad-Ziel am Leben bleibt, was natürlich eigentlich auch selbstverständlich sein sollte, dass 1,5 Grad das Ziel ist, was wir erreichen müssen. Dass das als positiv gesehen wird, ist ein bisschen komisch. Und sonst gab es noch einige, was sozusagen an positiven Sachen gab, waren eher, glaube ich, bilaterale Vereinbarungen, also zwischen einzelnen Ländern, zum Beispiel zwischen China und USA, die normalerweise also in vielen Punkten ja diplomatisch sehr verschieden sind und sich auch teilweise überhaupt nicht einigen können und nicht zusammenarbeiten wollen und so weiter. Die haben beschlossen, dass, also keine konkreten Maßnahmen, aber dass sie zumindest beim Thema Klima zusammenarbeiten wollen, sich verständigen wollen. Dann gab es noch zum Beispiel auch zu Methan, also dass das erste Mal überhaupt gesagt wurde, dass Methan ein Punkt ist, den man beachten muss in dem Kampf gegen die Klimakrise, dass der Ausstoß von Methan, also diesem sehr starken Treibhausgas, was vor allem durch Kühe, also durch Viehzucht, die ausstoßen, was viel, viel stärker ist als CO2, dass dieses Gas bekämpft werden, also beziehungsweise dass die Emissionen dort reduziert werden müssen. Also allgemein finde ich auch, dass das eine wenig positive Sachen, die dort beschlossen wurden und eher so, ja, wir sind auf einem guten Weg, wir machen nächstes Jahr weiter. Jetzt ist, keine Ahnung, es war nicht wirklich, wirklich positiv am Ende und die Hoffnung ist auch irgendwie ein bisschen geschmälert worden. Zwei Wochen offiziell, dann soll sie am Freitag letzten Freitag aufhören.
Genau, und ist dann bis Samstagabend gegangen, weil die sich nicht einigen konnten. Also mussten alle kollektiv nachsitzen. Einige Länder mussten aber schon abreisen, weil sie ihre Flüge für Samstag gebucht hatten. Das heißt, es war deutlich leerer am Samstag. Aber genau, also ist ein Tag rübergegangen. Auch in der Vergangenheit hat eine COP noch nie dann aufgehört, als sie sollte. Genau, sie mussten immer nachsitzen. ich glaube, sonst wären wir, ich wäre sonst auch nicht hingefahren, glaube ich, wenn ich nicht glaube, dass es total wichtig ist, dass sich Menschen treffen. Ich glaube, das eine ist, was politisch passiert, vielleicht, dass sich die großen, die Chefs und Präsidentinnen einigen können. Und das andere ist, glaube ich, dass, dass die Zivilgesellschaft, also Organisationen wie Plan for the Planet oder auch Greenpeace kennt ihr vielleicht, so große Organisationen, dass sie zusammenkommen und einfach sich vernetzen und verstärken können. Genau, die 15 oder die insgesamt, glaube ich, 30.000 Teilnehmenden sind ja nicht alle die, die am Ende verhandeln, sondern viele machen auch ganz andere Sachen. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir haben auch keine andere Wahl, als dass wir die Ziele einhalten und so lange weiterarbeiten, bis 1,5 Grad erreicht ist. Deshalb glaube ich, wir müssen mit Optimismus da rangehen und ich glaube auch, dass solche Konferenzen sehr, sehr wertvoll sind, auch wenn sie so langsam und so anstrengend und so teuer sind. Es muss funktionieren. Ich glaube, ohne geht es. Ja, was ich eben auch noch vergessen hat anzusprechen, zwar war es bis kurz vor Ende war es so, dass in dem Dokument auch stehen sollte, dass es einen Ausstieg aus Kohle und auch der Geld für Kohle sozusagen gibt. Aber dann kurz vor Schluss sozusagen, in der letzten Minute, kam dann Einspruch von China und Indien vor allem, die gesagt haben, nein, wir können das so nicht machen. Wir können nicht reinschreiben Ausstieg aus der Kohle. Und das wurde dann kurzerhand umgeändert in, dass der Kohleverbrauch sozusagen reduziert werden soll, also einfach nur weniger sein soll, aber nicht wirklich Ausstieg aus der Kohle sein sollte, was eigentlich sehr wichtig gewesen wäre, dass das in diesem Dokument steht. Genau. Wir haben noch eine Meldung von Lucia. Auch nochmal eine Frage, nämlich wer bzw. welche Länder haben denn da teilgenommen? Also ich meine jetzt, welche Länder im Spezifischen? Eigentlich alle. Es gibt ein ganz paar Länder, die bei der UN nicht registriert, also nicht offiziell als Land angesehen werden. Also Palästina zum Beispiel darf nicht offiziell verhandeln. Sie dürfen teilnehmen und sich alles anschauen. Quasi als Beobachterstaat sind sie eingeladen, aber nicht als Staat, der am Ende unterschreiben darf. Sonst sind es aber wirklich alle Länder, die du kennst, also die gesamte Weltkarte, wenn du sie dir anschaust, alle Länder waren vertreten. Nordkorea bin ich mir nicht sicher, aber alle anderen schon, genau. Die Idee war immer, es müssen alle Staaten dabei sein, weil ja natürlich beim Klimawandel auch kein Land nicht dabei sein kann. Was vielleicht aber spannend ist, dass nicht alle Länder gleich viele Menschen zu den Konferenzen schicken können. Die USA zum Beispiel hat immer hunderte Delegierte, also wirklich hunderte, haben ein großes Büro. Dieses Jahr hat Brasilien, glaube ich, 500 Delegierte geschickt und andere Länder haben nur eine Handvoll. Genau, also Fiji zum Beispiel, die hatten, glaube ich, 30 Menschen da. Einige andere Inselstaaten aus dem Pazifik, die haben so um die 10 Menschen, 6 manchmal. Manchmal ist es auch nur eine einzelne Person, die versucht, zeitgleich in mehreren Meetings zu sitzen, also unmöglich. Genau, also es müssen alle da sein, aber es können halt nicht alle gleich gut da sein. Ja, zu dem Thema auch, es sind auch nicht alle, normalerweise sind bei dem World Leaders Summit, also dort, wo sich die WeltanführerInnen treffen am Anfang, in den ersten beiden Tagen, es ist eigentlich so, dass dort von jedem Land sozusagen das Oberhaupt kommt, aber einige Länder machen da auch nicht mit, also ich glaube aus, Brasilien war nicht da, Putin aus Russland war auch nicht da, also einige haben halt einfach keine Lust oder sehen nicht den Drang, da hinzugehen. Ich wollte nur fragen, ob ihr wisst, wie viele aus Deutschland da waren, jetzt so ungefähr?
Müsste ich nachschauen, aber die Zahl gibt es auf jeden Fall online. Wobei, ja, ich muss sagen, es gab auch so Treffen von der europäischen Jugend zum Beispiel. Und ich fand, man hat sehr viele deutsche Menschen gesehen im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Ländern. Also zum Beispiel Frankreich war auch viel da, aber Deutschland war schon eine größere, also jetzt vor allem auch von Organisationen, jetzt nicht von Deutschland, von dem Land aus selber hingeschickt, sondern auch vor allem zum Beispiel von Organisationen wie Plant for the Planet waren auch sehr viele Deutsche dort, wie ich empfunden habe zumindest. Ganz kurz, nämlich gab es, bevor man wirklich in die Verhandlungen reingekommen ist, ein Ziel, also ein Ziel, das schon vorher irgendwie jeder so im Kopf hatte, das muss jetzt geschehen oder so, und das dann auch wirklich so geschehen ist. Ich glaube, wenn du von Staaten sprichst, definitiv nein. Ich glaube, dass es bestimmte Staaten, bestimmte Gruppen an Staaten, die das gleiche Ziel hatten. Ich glaube nicht, dass die USA und Fiji das gleiche Ziel hatten, und das ist dann auch nicht so gekommen. Ich glaube, die Zivilgesellschaft, also Organisationen wie Plant for the Planet oder Greenpeace, ich glaube, da waren die Ziele relativ klar, aber wir wurden enttäuscht. Ich glaube, das ist nicht so gekommen. Johann, was denkst du? Ja, es war, glaube ich, auch mit das Ziel, weil es jetzt 5 Jahre nach Paris war, dass die einzelnen Länder ihre Abmachung oder ihre Vereinbarung, sozusagen, wie sie es schaffen wollen, das Pariser Klimaabkommen bzw. die 1,5 Grad einzuhalten, wie sie das schaffen wollen, welche Maßnahmen sie da genau gehen wollen. Und das haben einige Länder ja nicht wirklich präsentiert, und es wurde jetzt dadurch entschieden, dass sie das 2022, also nächstes Jahr, dann nachbessern müssen. Also da wurde auch nicht unbedingt das Ziel erreicht. Dabei, weil es meistens ja nur bestimmte Plätze gibt, dort reinzukommen. Also die sozusagen Jugendliche dürfen, ich glaube, auch nur 2 Leute so zu den größeren Verhandlungen hinschicken. Also ich war in keiner Verhandlung dabei, deswegen kann ich dazu jetzt nicht unbedingt was sagen. Ich glaube aber schon, dass durch die junge Klimabewegung in den letzten paar Jahren junge Menschen auf jeden Fall gehört werden, dass sie auf jeden Fall voll präsent sind. Ob sich das in der Durchsetzung oder der Umsetzung widerspiegelt, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber genau, also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir weiter hingehen und dass wir weiter sprechen. Und uns auch quasi das Mikro nehmen, wenn uns das nicht gegeben wird, müssen wir uns das eben wegkrallen. genau. Und das auch nochmal, vielleicht können wir da mit einer expliziten Einladung enden. Vielleicht in ein paar Jahren würde, glaube ich, Plant for the Planet wären wir sehr dankbar, wenn ihr auch Lust habt, mal auf so eine Konferenz zu fahren. Sei es für eine Woche, einfach um mal zu sehen, wie es ist, es zu verstehen, vielleicht wo zu sprechen, vor Ort Bäume zu pflanzen, Kampagnenfotos zu machen, andere aktivistische Menschen zu treffen, mehr Botschafter aus der ganzen Welt. Das ist total cool, unglaublich bereichernd. Und wir haben ganz viel gelernt, dank euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das alles zu erzählen. Und wie wir immer den Tree Talk abschließen, stop talking, stop planting.